Und da ist es schon mal richtig und wichtig zu sagen, wir finden es eben grundsätzlich keine gute Idee, dass ein Gut, das so entscheidend ist für die öffentliche Infrastruktur, das so entscheidend ist für die Erbringung öffentlicher Dienstleistungen, das so entscheidend ist wie für die Verwirklichung eines elementaren Grundrechts wie das Recht auf Wohnen und was obendrein noch natürlich verknappt ist, dass ein solches Gut den ungezügelten Marktbedingungen unterworfen ist. Nein, das ist keine gute Idee. Denn dieser Markt ist natürlich blind für Ungerechtigkeiten. Er ist natürlich blind für öffentliche Bedürfnisse. Und er ist natürlich blind für demokratische Entscheidungen. Und deswegen muss dieser Markt reguliert werden. Wir wollen diesen Markt regulieren.